Hallo und willkommen zurück zu Tearing Saga. Wir haben beim letzten Mal Zombies bekämpft auf dieser wunderschönen Insel. Und heute können wir endlich unsere Armeen hier sortieren. Wir müssen jetzt überlegen, wer geht mit Holmes, dem mächtigen Archer. Ich werde eben einmal... Wir haben noch ein paar Stats sowieso anzugucken. Das können wir eben ganz schnell und easy machen. Dafür öffne ich auf meinem Handy das unfassbar schlechte Fire Emblem Wiki. FE-Wiki, und dann gehen wir da einfach auf den... auf Holmes. So, Holmes, da haben wir ihn. So, und wir wollen tatsächlich seine Stats wissen. Denn vieles wissen wir bereits über Holmes. So, Holmes besitzt Growth Rates von 65% in HP, 30% in Stärke, 10% in Magie, 35% Skill, 35% Speed, 35% Luck, 25% Waffenlevel, 25% Death und kein Movement Growth. Ja, Holmes ist ein Archer und dafür ziemlich gut. Wir sehen hier, die Bases sehen ziemlich nice aus. Müssen sie auch, weil er ein Archer ist. Außerdem kann er Lock Touch, ne? Also Türen und Kisten öffnen. Er ist der OG Ash quasi. und hat auf Meer, auf Wassermaps Vorteile. Ansonsten gibt es, glaube ich, recht wenig zu Holmes zu sagen. Er ist halt quasi der zweite Lord, deswegen ist er auch hier links im Screen die ganze Zeit. Katri haben wir schon angeguckt, Xeno haben wir uns angeguckt, Juni haben wir uns angeguckt und Garo kennen wir auch. Wo ist denn eigentlich, so ganz doofe Frage, wo ist Shigen? Bin ich, Shigen ist einfach nicht da, okay. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Julia mit Holmes gehen wird. Julia habe ich eigentlich viel nicht Verwendung für, die ist ziemlich underlevelt. 4 Stärken sind auch nicht so viel, ich glaube, da kann sie ein bisschen mehr machen. Dann, was nicht möglich ist, wir können Roger und Mel nicht trennen. Das ist so eine Sache. Und Roger hätte ich gerne hier links, deswegen kann ich Mel nicht nach rechts schicken. Plum würde ich auch gerne hier links behalten. Kate kann gerne hier mitgehen. Für die haben wir kaum Verwendung. Dann würde ich Esther und Arkis überlegen, nach rechts zu schicken. Weil die hier links halt echt nichts machen werden. Und wenn wir die beiden drüben haben, dann... Da sind 9, da sind 17. Wir können noch einige Leute rüberschicken. Wer geht noch rüber? Wer hat Bock? Norton. Wirst niemals zum Einsatz kommen. Geh da rüber. Marouche wird hier auch nicht zum Einsatz kommen. Wir haben hier nämlich deutlich bessere Mage. Den deutlich besseren Mage mit dem Namen Lee. So, dann sind hier jetzt 15 und hier 11. Einen würde ich gerne noch rüberschicken. Frage ist, wen... Martell und Sascha würde ich gerne hier behalten. Wobei, Sascha können wir nach rechts schicken, glaube ich. Sascha könnten wir nach rechts schicken. Ich glaube, die ist bei Holmes erstmal besser aufgestellt. wir haben hier noch Martell als Pegasus-Ritter und ich bin mir ziemlich sicher, es wäre sinnvoller, Sascha noch ein bisschen zu trainieren. Die Stats sind halt echt nicht so geil. Wenn wir die vor allem mit Martell vergleichen. Okay, Martells Stats sind ziemlich ähnlich, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, dann müssen wir noch gucken, ob wir denen hier irgendwelche Waffen mitgeben können. Aber eigentlich glaube ich da gerade nicht dran. Hatte nicht... wo gehen wir mal auf Items? Nicht Runens Army. Die andere... Die Items der anderen Army. Wie switche ich die Armies? Okay, es ist mir anscheinend nicht möglich an die Items von... dann muss ich mal eben Juni entführen. Kommst gleich wieder rüber. So, Juni. Ich möchte nämlich mal deine Items haben. Hier, das möchte ich gern haben, das möchte ich gern haben. Das Elixier kannst du meinetwegen behalten. So, und dann kannst du wieder rüber, Juni. Wird mir ein bisschen umständlich gemacht, aber dann ist das halt so. So, jetzt haben wir hier auf dieser Seite natürlich keinen Dieb, während die andere Seite 2 hat. Also es wäre vielleicht nicht verkehrt, Juni hier mitzunehmen. Tatsächlich. Aber ich glaube da nicht wirklich dran. So, möchte ich Plum hier... Ich möchte eigentlich Plum hier haben, weil in Armor, glaube ich, hier wichtiger wäre. Und ich behaupte jetzt, wir setzen uns in Bewegung. Ich darf halt nicht vergessen, Chapter 11 ist optional. Dass ich das nicht verkacke. Dass ich das nicht verpasse. So, auf jeden Fall macht sich Lunen auf den Weg nach da. Ohne Sascha. Sad.
Was eine berührende Wiedervereinigung, Holmes. Ich musste fast weinen. Die Klappe, Shigen. Unun und ich waren wie Brüder, als wir aufgewachsen sind. Du würdest das nicht verstehen. Was? Und ich wüsste nicht, wie es ist, einen Kindheitsfreund zu haben? Wie auch immer. Wohin geht's als nächstes, Holmes? Wir gehen noch nirgendwo hin. Jetzt, wo Junun weg ist, werden die Banditen bei Welt vielleicht wieder anfangen, Scheiße zu bauen. Vor allem dieser Piratenanführer. Wie war sein Name nochmal? Märchen, oder? Das ist ein ziemlich kaputter Typ. Ja, der Typ. Wir können einen Mann wie ihn nicht hier rumlaufen lassen. Unsere erste Priorität sollte sein, sein Versteck zu finden und ihm zu geben, was er verdient. Danach können wir zum Kontinent segeln. Wir wollen doch nicht, dass Junun abgelenkt wird, wenn er sich Sorgen um die Sicherheit von Welt macht. Einverstanden. Westliche Seenafsee. Eugen, denkst du, wir werden bald, wir werden in der Lage sein, den Malhafen sicher zu erreichen? Mals, Länder, oder was? Mals Länder sind unter der Kontrolle vom Königreich von Historia, seit sie von ihnen beim Kampf von Bald betrogen wurden, verraten wurden. Seine Verbündeten zu verraten, um sich mit dem Kaiserreich auf eine Seite zu schlagen. König Goinu von Historia ist ein schrecklicher Bando, der ist verachtenswert. Er wird uns sicher keine Willkommensparty schmeißen, mein Lord. Trotzdem, wertvolle Kampfkraft gegen Historia zu verschwenden wäre närrisch, bevor wir überhaupt gegen das Kaiserreich kämpfen müssen. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, mein Lord, ich denke, wir sollten Prinz Richard vertrauen. Prinz Richard von Mal? Ich habe gehört, dass er in den Westen geflohen ist, um sich neu zu gruppieren, nachdem sein Vater gestorben ist. In der Tat, hat er. Ist er. Aber jetzt hat Prinzessin Tia ihm gejoint und seine Armee hat eine Welle von Siegen errungen, als sie Mal zurückerobern wollten. Es gibt Berichte, dass er bald den Palast von Mal selbst zurückerobern wird. Von welchem Königreich ist diese Tia eigentlich die Prinzessin? Gerüchten zufolge ist sie der einzige Überlebende der königlichen Blutlinie von Ledan. Sie ist noch jung, aber sie ist wunderschön und ein brillanter Kommandant. Sie wurde von Historia gefangen gehalten, aber sie wurde vor kurzer Zeit befreit. Sie hat sich dann mit Prinz Richard zusammengetan und die Leder-Allianz gebildet. Das Heilige Königreich von Leder. Wurden sie nicht dafür zerstört, die heiligen Gebote von Yutona gebrochen zu haben? Wie unser eigenes Land Reef war Leder eins von den vier heiligen Königreichen, die vom großen Kaiserreich... Warte, was? Vom großen Kaiserreich von Karlorn dem Großen abstammen. Leder wurde zerstört, weil König Graus den Beschützerdrachen Kranion beschworen hat, um damit Salia zu zerstören. Auch du führst das Blut... auch ihr, my Lord, führt das Blut von Karlorn in euch durch eure Mutter... Ihr und eure ihr und eure Nachfahren dürft niemals Grausfehler wiederholen. Natürlich.
Reeves eigener Beschützerdrache Musa hat die gesamte Stadt von Neuseria verbrannt und tausende unschuldige Menschen umgebracht, geschlachtet. Die vier Beschützerdrachen wurden von Yutona kreiert, um die Menschen von den bösen Göttern zu beschützen. Dass sie jemand für den Krieg benutzen würde, es ist unverzeihlich. Das erinnert mich. Das Mädchen Katri, was war in der Tat eine Überraschung. Die Hülle vom Feuerdrachen Neuron. Es wäre ein Desaster, wenn sie in die Hände vom Feind fallen würde, Milord. Macht euch keine Sorgen, Eugen. Sie ist in guten Händen bei Holmes. Neuron wird unter Kontrolle bleiben. Ich hoffe es auf jeden Fall, Milord. In jedem Fall, Historia hat eine Allianz mit dem Kaiserreich geformt. Wenn die Lederallianz kämpft, um Mal von ihnen zu befreien, dann sollten wir ihnen helfen. Wir können nicht einfach warten. Lass uns in Mal Harbor an Land gehen. Ja, Sire! Ich werde den Befehl geben, weiter nach Westen zu reisen. Wir sollten in ungefähr 3 Tagen ankommen. Malpalast. Palast von Mal. Euer Hoheit. General Lawrence ist durch die feindlichen Verteidigungswelle, durch die feindliche Verteidigung gebrochen. An der westlichen Wandmauer. Ist er. Gut gemacht, Lawrence. Sehr gut. Gebt den Reserven das Signal, den finalen Durchbruch, Charge zu starten. Ich werde die Frontlinie anführen. Ja, euer Hoheit. Tia, du wirst hier warten. Ich werde eine Eskorte senden, sobald wir die Stadt eingenommen haben. Was sagst du, Richard? Ich werde dich begleiten, so wie ich es immer getan habe. Mal ist mein Königreich und mein Heim. Ich muss meinen eigenen Palast sichern. Und du wirst formal eingeladen als ein geehrter Gast. Vielleicht verstehst du es als eine Frau einfach nicht, aber Tia, du musst hier was? Du musst hier auf mich hören und ich weiß, ich kenne dieses Wort nicht. Albert, fokussiere deine Offensive auf den linken Flügel. Sende weiterhin Truppen rein, um die Stadt zu überwältigen. Verstanden. Prinz Ronald. Der westliche Wall wurde penetriert. Richards Kräfte, Richards Truppen fallen in die Stadt ein. Wir können sie nicht aufhalten, euer Hoheit. Es klingt, hätten wir keine andere Möglichkeit mehr. Der Kampf ist verloren. Gebt den Truppen den Befehl, sich zurückzuziehen. Aber euer Hoheit. Warum hat das Kaiserreich uns keine Verstärkung geschickt? Sie haben es bis nach Senae geschafft, aber jetzt sitzen die einfach da und tun nichts. Die Truppen des Kaiserreichs in Senae sind ein Expeditionstrupp, welcher von Prinz Barker angeführt wird. Er ist kein Idiot. Er ist kein Narr. Er weiß es besser, als einfach blind in die Gefahr zu rennen, ohne einen guten Grund. Kein guter Grund? Ja. Mein Vater ist ein Narr. Er kommt nicht mit den Konsequenzen seiner eigenen Ziele klar oder so. Dank seiner Gier ist Historias Zerstörung nun unabwendbar. Er muss vor seine Sünden büßen. Prinz Ronald, ihr dürft nicht... Ich weiß. Wenn mein Vater mich hört, werde ich exekutiert.
Aber mein Schicksal wurde besiegelt, schon seit ich Präsentier bei der Flucht geholfen habe. Dieses Mädchen, sie ist unbegreiflich oder so. Richard mag denken, er benutzt sie, aber eigentlich ist sie diejenige, die die Fäden zieht. Bald wird ihn dasselbe Schicksal wie mich ereilen. Was ist denn das? Entschuldigt mich, passiert etwas in der Stadt? Prinz Richards Armee ist endlich zurückgekommen und die Einwohner der Stadt feiern. Alle freuen sich, dass wir endlich diesen schrecklichen Mann Pyron los sind. Die Männer sind alle so aufgeregt und sagen, dass sie an der Seite des Prinzen kämpfen wollen. Aber sie werden wahrscheinlich nur im Weg stehen. Ich verstehe. Vielleicht sollte ich auch helfen. Komm schon, was kann ein kleines Mädchen wie du denn schon auf dem Kampffeld machen? Ich bin die Enkelin vom großen Magier Maios. Vom großen Weisen Maios, tut mir leid. Ich habe ziemlich viel magische Fähigkeit. Dann sag mir bitte, hast du jemals feindliche Soldaten bekämpft? Kommst du damit klar, einen Menschen zu töten? Nein, habe ich nicht. Dann tut ihr selbst einen Gefallen und bleib aus dem Weg. Überlass den Männern das Kämpfen. Sie sind dumm genug, um dabei Spaß zu haben. Sie denken niemals zweimal darüber nach, wie die Leute um sie herum sich fühlen. Beide, mein Nichtsnutz von Ehemann und mein Sohn sind vor einiger Zeit in den Krieg gelaufen, um nur um sich da umbringen zu lassen. Oh, es tut mir so leid. Du sagtest, du bist auf einer Reise, deinen Bruder zu finden, oder? Dann solltest du hier bleiben, bis sich die Dinge beruhigt haben. Weißt du, ich habe mir schon immer gewünscht, eine Tochter wie dich zu haben, statt meinem idiotischen Sohn. Dann hätte ich ihn niemals verloren. Es tut mir wirklich leid. Oh, Liebes, mir tut es leid. Ich sollte einen Gast nicht so zulabern. Nun dann, wie wär's mit einem Glas Abendessen? Ich mach was fertig. Dürfen wir bitte spielen? Das Spiel spielen? Das Spiel mit dem Krokodil, der Krokodok? Allhoheit, der Feind zieht sich zurück. Der Sieg ist unser. Ignoriert die Stragglers, die sich da so verstreuen, so die Leute. Wir haben die Stärke, um sie zu verfolgen. Um sie bis nach Historia zu verfolgen. Wir sollten aufpassen, dass das Imperium nicht von seiner Basis in Sinai angreift. Exakt. Wir müssen uns für einen Angriff aus Osten vorbereiten. Zuerst lass uns die Verteidigung der Burg sichern. Dann werde ich mich mit den Rasilianern treffen. Die Rasilianer, Euer Hoheit? Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber Julian von Rasselia hat Truppen in Welt gesammelt. Er behauptet, dass er seine Nation vom Kaiserreich befreien wird. Er scheint nicht mehr als ein naiver Junge zu sein, aber er mag doch von Nutzen für uns sein. Ich darf Dinge tun, unfassbar. Und deswegen moven wir jetzt nach Mal Harbor. Los geht's, Lunin. So. Also ist die Weltrasilianische Allianz tatsächlich in Mal angekommen. Lunin ist nur ein Kind. Aber ich schätze, ich sollte ihn trotzdem willkommen heißen. Wie anstrengend.
Du darfst nicht unhöflich sein, Richard. Ich denke, es ist sehr mutig von ihm, so jung schon für sein Volk zu kämpfen. Ha. Wer weiß, was sein wahres Motiv ist. Wenn du immer nur für die gute Seite in Menschen Ausschau halten willst, dann wirst du irgendwann in den Rücken gestochen werden, Tia. Dann werde ich nichts bereuen. Wir tun diese Leute leid, die keinen Glauben in andere Leute haben. Ach, Tia. Du bist wirklich so naiv. Aber vielleicht ist es das, was ich so oft über dich mag. Wechsel nicht das Thema. Kein Grund, so sauer zu werden, Liebes. Auf jeden Fall habe ich eine Eskorte geschickt, um Runen zu treffen. Also sollte er bald hier ankommen. Während ich ihm zwar gerne vertrauen würde, muss ich mir erstmal ein Bild von seinem Charakter machen. Ich zweifle nicht daran, dass er nur ein simpler Junge ist, der im Ruhm seines Vaters badet. Er kann auf keinen Fall der Held sein, für den die Gerüchte ihn klingen lassen. Malhabor. Es tut mir leid. Ich muss gehen. Ich kann hier nicht rumsitzen und nichts tun. Okay. Ich werde nicht weiter versuchen, dich aufzuhalten. Aber denk an eine Sache. Mein Ehemann und Sohn haben gekämpft, um unsere Frauen und Kinder vor den Istorianern zu retten. Sie waren in der Tat Narren. Aber ich kann trotzdem nicht abstreiten, dass ich stolz auf sie bin. Sie haben beide gesagt, dass sie kämpften, um mich zu beschützen. Denk dran, Mädel. Der einzige Grund, den du haben solltest, um zu kämpfen, ist, um die zu beschützen, die dir wichtig sind. Vergiss das nicht. Prinzessin Maeve! Seid das wirklich ihr, euer Hoheit? Mirielle? Was macht ihr hier? Wart ihr nicht in Lady Renées Kirche? Ich habe die Kirche verlassen, um nach Richelle zu suchen. Ich dachte, es wäre eine gute Zeit, um zu verschwinden, ohne dass das Kaiserreich es mitbekommt. Du bist gegangen, ohne es Lady Renée zu erzählen? Sie muss sich Sorgen um dich machen. Ich habe einen Brief dagelassen, um Sachen zu erklären. Ich habe gesagt, sich keine Sorgen um mich zu machen. Oh, Mirielle. Du solltest wirklich nicht... Ich habe mich entschieden. Ich werde keine Dinger mehr anhören, so. Was tust du hier in diesem Hafen? Die Straßen wurden alle geschlossen wegen dem Kaiserreich, also dachte ich, die sicherste Route wäre übers Wasser. Aber ich konnte kein Schiff finden, das nach Rief wollte. Also bin ich einfach hier in einem Gasthaus geblieben. Und wenn du nach Rief kommst, was dann? Willst du das ganze Kaiserreich alleine bekämpfen? Ich kann Gerxel nicht vergeben. Sie haben meinen Großvater genommen und jetzt auch meinen Bruder. Prinzessin Maeve, ich kann mich nicht weiter verstecken. Ich werde meinen Bruder finden und und gegen den Kult von Gerxel kämpfen. Mirielle. Lord Junin, ich habe da ein... Ich habe eine Bitte. Es ist selten, dass du um Gefallen bittest. Was ist es, Ente? Ich wäre sehr dankbar, wenn wir dieses Mädchen hier für eine Weile beschützen könnten. Ich verspreche, ich werde selber nach ihr sehen, wenn es okay für euch ist. Ist sie ein Magier? Ja, schön euch zu treffen, Lord Junin. Mein Name ist Mirielle. Ente, würdest du uns ein wenig mehr über sie erzählen?
sie ist die Enkelin vom weisen Maios, vom Wasserschrein. Was? Der weise Maios hat eine Enkelin? Ja, Sir. Auch wenn mein Großvater vor 2 Jahren gestorben ist. Ich habe viel darüber gehört. Gauner vom Kult von Gerxel haben die den Wasserschrein angegriffen und den großen Weisen und viele Kleriker getötet. Ich dachte, die gesamte heilige Blutlinie wäre tot, so. Mein Bruder hat mich gerettet und hat mir geholfen, vom Kult von Gerxel wegzukommen. Ich bin nach Blath geflohen, wo ich mich in einer Kirche versteckt habe, die von einem meiner Cousins angeleitet wurde, so für ein Jahr. Aber ich habe seit er mich gerettet hat, nichts von meinem Bruder gehört. Also mache ich mir viele Sorgen um ihn. Ich verstehe. Also habt ihr die Kirche ganz alleine verlassen, um euren Bruder zu finden? Wenn ich das richtig verstehe? Das ist eine berührende Geschichte, Milady. Liebe für unsere Familie ist etwas, das wir alle tief in unseren Herzen verankert haben. Nun gut, Lady Marielle. Wenn ihr vom Wasserschrein seid, dann müsst ihr in der Tat ein starker Magier für euer Alter sein. Wir werden euch in unseren Rängen akzeptieren, wenn ihr uns dafür im Kampf zur Seite steht. Mireille, ihr müsst meinen Befehlen folgen, aber ich verspreche, dass ich euch nicht an die Frontlinie schicken werde. Ist das okay für euch, NT? Ja. Es tut mir leid für die extra Bürde. Vielen Dank, Lord Junin. Danke, Lord Junin, Lady NT. Und du, General Eugen. Mal Harbor. Wir sind immer noch im Harbor. Können wir bitte nicht jedes Mal hier... ihr müsst Lord Junin von Raselia sein. Ich grüße euch. Ich bin Albert, ein Ritter im Diensten eurer Majestät, Prinz Richard. Der Prinz hat auf einen Besuch gehört und ich wurde aufgetragen, euch zum Palast zu eskortieren, damit ihr euch dort mit ihm treffen könnt. Vielen Dank, Sir Albert. Ich habe gehofft, mit Prinz Richard sprechen zu können, so früh wie möglich mit Prinz Richard sprechen zu können. Führt an. Zeigt mir den Weg. Geht voran. Und move, Mal Palace. Ich grüße euch, Prinz Richard. Ich bin Julian von Raselia. Es ist mir eine Ehre, zum großen Palast von Mal eingeladen zu werden. Lord Junin. Sicher ist da, es gibt es keinen Grund für solch erzwungene Höflichkeiten an dieser so einer Zeit. Nach dem Fiasko vom Kampf von Bald, wo ihr euer Heimatland helfen wolltet. Wo ich eurem Heimatland helfen wollte, habe ich Zahn und Nagel gekämpft, jeden Tag an der Frontlinie. Ich habe keinen Plan, was diese Redewendung kenne ich nicht. habe ich auf jeden Fall krass gekämpft an der Frontlinie. Ein einfacher Jungen wie euch zu sehen, der sich wie ein Held aufführt, macht mich krank. Wenn ihr nach Sympathie sucht, Prinz Richard, dann solltet ihr woanders suchen. Oh? Ich hab damit gerechnet, dass ihr weint zu eurem Berater lauft. Ihr seid erwachsener, als ich gedacht habe. Prinz Richard. Eine Beleidigung mehr von eurem Half-Witted. Eine Beleidigung mehr von eurem hier Schimpfwörter einfügenden Mund und ich werde genug, Eugen. Da kenne ich ja auch nicht die deutsche Übersetzung für, aber
Warum provoziert ihr mich, Prinz Richard? Irgendwie sowas, Mann. Sicher hat der Löwenprinz von Mal bessere Dinge zu tun, als seine Gäste zu beleidigen. Historia hat sich mit dem Kaiserreich verbündet. Nun, wo ihr den Palast von Mal zurückerobert habt, habe ich keinen Zweifel, dass sie bereits massenhaft an Zurückschlägen, in Retaliation Strikes vorbereiten. Alleine wird Mal nicht in der Lage sein, Historia im Norden und das Kaiserreich im Osten zurückzuschlagen. Aber sollte ich in den Osten vordringen, ins Herz des Kaiserreichs, dann wird Mal nur meine Flanke beschützen müssen. Decken müssen. Versteht ihr nicht, Prinz Richard? Eine Allianz ist der einzige Weg, den wir noch überhaben. Einverstanden. Alles, was sie gesagt hat, stimmt, Lord Junin. Wir haben keine andere Wahl. Wir haben nicht genug Truppen, um sowohl Historia als auch das Kaiserreich zurückzuschlagen. Eure Assistenz ist exakt das, was wir brauchen. Allerdings wurden meine vergangenen Allianzen sowohl in Bald als auch hier in Leda verraten. Viele meiner Soldaten wurden dabei verloren und ich habe meine Narrenhaftigkeit seitdem verflucht. Deswegen habe ich Zwang gefühlt, euch euren Charakter als Anführer zu testen. Ich entschuldige mich für meine harschen Worte. Ich denke, ich verstehe euch nun etwas mehr, Prinz Richard. Wir haben beide gegen Feinde gekämpft, dessen Armeen unsere bei weitem übertreffen. Ein einziger Move von einem Verbündeten könnte den Sieg oder die Niederlage bedeuten. Eure Vorsicht ist umso mehr Beweis für eure Ehrlichkeit und Dedication halt. Es klingt mehr der Gerüchte über euch sind tatsächlich wahr, Lord Junin. Es klingt so, als wären einige der Gerüchte über euch in der Tat wahr, Lord Junin. Ihr macht euren Vater stolz. Nun dann, ich würde euch gerne Tia, die Anführerin der neuen Leda-Befreiungsarmee, vorstellen. Exzellent! Ich habe gehofft, dass ich mich so früh wie möglich mit ihr treffen kann. Prinzessin Tia ist ein direkter Nachfahre der alten königliche Familie von Leda. Zu Nationen wie Mal, welche auf dem Boden des alten Königreichs gegründet wurden, verkörpert sie unsere Hoffnung für den Wiederaufbau unseres Landes, unserer Länder. Ich bin halt, mein Englisch ist halt einfach komplett im Arsch, also meine Übersetzungsskills. Naja, ich empfehle euch, ihr höchsten Respekt zu zeigen. Oder irgendwie sowas. Ich verstehe. Prinzessin Tia, das ist Lord Junin von Raselia. Schön, euch zu treffen, Lord Junin. Ich bin Tia, die Tochter vom Marquess Trente. Ich verstehe, dass... ich höre, dass ihr... sie akzeptiert hat, eine Allianz mit unseren Truppen zu bilden. Ihr habt meinen ehrlichsten Dank. Dafür nicht, Prinzessin Tia. Allerdings, wenn wir zusammenarbeiten müssen, dann muss ich fragen, von den ledanischen Nationen ist nur Samaria bis jetzt neutral geblieben. Latvia und Trente sind euch bereits beigetreten und Erial hilft aus dem Norden.
Vinette wurde von Historia eingenommen. Aber auch die wird sich bald jemand kümmern. Plant ihr, sie alle einzunehmen, um das alte Königreich von Leda wiederzubeleben? Passt auf, was ihr sagt, Lord Junin. Ihr seid respektlos. Halt, Richard. Lord Junin, ich wünsche mir nicht... ich wünsche nicht, die aktuelle Ordnung der Dinge zu zerstören. Ich wünsche weder die aktuelle Ordnung der Dinge zu zerstören, noch wünsche ich, das gefallene Königreich wieder auferstehen zu lassen. Ich habe nur ein Ziel. Und das ist ein Ding, das ich auf jeden Fall schaffen muss. Und für das ich über das ich sehr weit gehen würde. Nur dafür will ich die verstreuten Menschen von Leda vereinen. Der Kampf mit Historia ist nur ein kleiner Schritt zu diesem größeren Ziel. Und was ist dieses Ziel? Willst du es uns sagen? Ich will den Kult von Gerxel, zerstören und Pontifex Gwen Chaos töten. Das ist meine Mission. Gwen Chaos töten? Wenn ich das nicht tue, werden ich und meine Nachfahren gezwungen, unser Leben in Angst und Schrecken zu verbringen. Ich habe den Weg gewählt, meine Ängste zu konfrontieren, statt vor ihnen wegzulaufen. Das ist genug, Lord Junin. Bitte ermüdet die Prinzessin nicht weiter mit euren Abhörungen. Gewiss, was ich meine. Gwen Chaos ist auch mein Feind, Prinzessin Tia. Für gar nicht allzu langer Zeit hat er den guten Meister Eisenbach von Mars kaltblütig ermordet. Wenn es irgendetwas gibt, mit dem ich helfen kann. Ich danke euch, Lord Junin. Aber fürs Erste ist eure Allianz gegen das Kaiserreich mehr als genug. Ich werde für euren Sieg beten. Möge Yutona mit euch sein, Lord Junin. Darf ich bitte etwas tun? Die Küste von Senaf. General Seamus, ist alles unter Kontrolle? Prinz Barker? Was bringt euch an die Frontlinie? Der Kaiser höchst selbst hat mir diese Division anvertraut. Ich kann nicht einfach rumsitzen, während meine Untergebenen ihr Leben im Kampf riskieren. Nun, ist alles unter Kontrolle? Ja, wir haben sowohl die große Straße als auch die Küste eingenommen, gesichert. Berichte sagen, dass Lord Junin von Raselia die Armee von Welt nach Reef anführt. Sie sind bereits in Mal Harbor angekommen. Im Hafen von Mal, meine ich natürlich. Das habe ich gehört, Sir. Allerdings ist seine Armee nur eine kleine Gruppe aus frischen Rekruten und freiwilligen Soldaten. Sie sind kein Gegner für die imperiale Armee. Die kaiserliche Armee, es tut mir sehr leid. Erinnert ihr euch nicht an die, das war ihnen halt sehr peinlich, was da passiert ist. Sie wurden vorgeführt, in Grenada halt. Wie viele Männer wir zu diesem, sogenannten, Ragtag Group, verloren haben? Einspruch haben dürfte, euer Hoheit. Unsere Probleme in Grenada waren hauptsächlich aufgrund von Admiral Wahl, der den Feind angeführt hat. Ohne ihn, was kann ein einfacher 17-jähriger Junge bloß überhaupt schaffen? Unterschätzt Lord Junin nicht. Sein Vater war ein Held, der den Hexendrachen Kranion zusammen mit meinem Bruder bekämpft hat.
Und seine Mutter ist ein Teil der königlichen Linie von Reeve, welche das Blut von Karlorn in sich trägt. Nach vielen Jahren ohne einen kompetenten König in Reeve, beten die Bürger von Reeve Lord Junin als den Helden von Rhaselia an und glauben, dass er kommen wird, um ihr König um ihr Königreich ein für alle Mal zu befreien. Und nun ist er zurückgekommen zum Kontinent und führt eine Legion von Welts Truppen an, welche ja mehrere tausend Menschen umfasst. Verstehst du nicht den die Gefahr, die er darstellt, Seamus? Vergebt mir, euer Hoheit. Es ist so, wie ihr sagt. Entschuldigung angenommen. Nun, patrouilliert die Frontlinie mit höchster Vorsicht. Wir sammeln unsere Truppen in Sinai, aber wir brauchen mehr Zeit. Ihr müsst diese Position bis dahin halten. Eine kleine Zahl von Verstärkung wird in ein paar Stunden hier ankommen. Ja, Sir. Ich werde es bis zum Ende verteidigen. Das schätze ich, aber wenn eure Niederlage unvermeidbar ist, dann dann flieht zurück nach Sinai und trefft euch da mit uns. Sowohl ihr als auch eure Truppen sind unersetzliche Bürger von unserem Königreich von Kanaan. Land kann zurückerobert werden, aber leben können es nicht. Verstanden, General Seamus? Ja, euer Hoheit. Gebt auf euch Acht. Und jetzt moven wir dahin und klatschen diese Armee von Seamus mit Gameplay. Echtem Gameplay. Dissidenz, Sinai Coastline, Chapter 9. So. Wir nehmen ein paar Units mit. Wenn wir uns die Map mal angucken, sehen wir Armor Knights. Armor Knights sind ein bisschen gefährlich, weil die ja so viel Def haben. Wir sehen hier auch Leute mit Hammern, aber die sind mir ziemlich egal. Hier ist einer mit einer Killing Edge, der macht mir ein bisschen Sorgen. Und trägt auch einen Schild mit sich rum. Den wollen wir also am liebsten auch über Magic treffen. Grundsätzlich ist Magic hier sehr strong. Was bist du? Du bist ein Bow Knight mit einem Brave Crossbow. Der ist ziemlich strong. 14 Attack, minus 8 AS, also der wird einfach nur doublen. Dann haben wir noch den hier und wir haben halt den Boss. Für den wollen wir auf jeden Fall einen Mage mitnehmen. So, Manage. Wer kommt alles mit? 3 Leute müssen zu Hause bleiben. Ich würde gerne Plum mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Tom, du fliegst raus. Plum kommt mal mit. Mirielle kommt auf jeden Fall mit. Mirielle hat hier den Starlight-Turm. Er erhöht halt Avoid bei 30 und ist stark gegen Monster. Guckt euch Might an. 20 Might, das ist halt quasi Aura hier, ne? Wiegt halt super viel, aber er hat auch super viel Hit und hat sie nur durch den Fire hier, den man eigentlich selten einsetzt, aber der ist halt schon ganz nice. Mirielles Stats, über die haben wir noch nicht geredet. Lass uns das doch tun. Wir haben auch nicht über Shigen geredet. Aber das können wir machen, sobald wir bei dem Trupp von Holmes sind. Wir reden jetzt erst einmal über Mirielle. Dafür muss ich die erst einmal finden. So, Mirielle. Also ich finde aus Erfahrung, dass Mirielle einer der ja, schwächeren Mages ist. Genauso wie Marouche. Sie hat Growth Rates von 35% HP, 0 Stärke, 30 Magie, 35 Skill, 45 Speed, 30 Luck, 35 Waffenlevel, 10 Def und 0 Move. Also wie ihr seht, die Growths sind eigentlich ganz okay auf Speed und Magic. Also ziemlich gut sogar. Mal 19 HP und Level 1 auf der Stelle so spät im... Ja, so spät im Level 9. Aber es ist halt auch nicht früh im Spiel und ja, finde ich es ein bisschen wenig. So, ich würde gerne Raquel mitnehmen, aber ich glaube, ich habe niemanden, den ich von Raquel rausnehmen kann. Mel wäre natürlich auch cool. Aber ich glaube auch nicht, dass ich dafür einen Slot habe. Nee, ich habe den Slot für Raquel einfach nicht. Hoffen wir einfach mal, dass ich sie hier nicht brauchen werde. Weil die halt schon echt gut wäre. Aber Bartz mit dem Hammer... Ich habe gar keinen Hammer, kann das sein? Ich glaube, ich habe gar keinen Hammer. Ich war mir fast sicher, ich hätte einen Hammer.
Bart. Ich hab keinen Hammer. Wir haben einen Swordbreaker. Wir können grundsätzlich mal ein paar Waffen hier verteilen. So, du nimmst dir auf jeden Fall. Du kannst keine Stahllanze mitnehmen. Sehr schade. Dann nimmst du dir am besten gar nichts Neues mit. Du könntest dir aber was mitnehmen. Nee, auch nicht. Miriel. Du kannst kein Wind benutzen, nur Fire. Das heißt, wir hätten nichts davon, dir noch eine Waffe zu geben. Ein Heal hast du schon. Bei dir ist auch noch dein Inventar ganz nice aufgestellt. Bei dir passt auch alles. Runen. Auch nicht. NT kann ich auch nichts mehr geben. Nee, ich glaube, meine Inventare sind aber schon so fein, wie sie sind. Okay. Dass Vega den Swordbreaker nicht benutzen kann. Wie viel braucht man denn? 13 Mastery. Okay, dann macht das vielleicht Sinn, dass er den Swordbreaker nicht benutzen kann. Wie soll ich einen Raquel ins Team passen bekommen? Barz will ich halt dringend mitnehmen. Und Plum rausschicken ist halt irgendwie auch nicht der Play. An Armor könnte halt echt praktisch sein. Ne, bleibt so. Keine Raquel für uns. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier hinbekommen. Ich gehe stark davon aus, denn ich bin einfach ein Gott in diesem Spiel. Wir sind 10 Stunden drin. Das Spiel hat sehr viel Dialog. Und wenn man den so on the fly übersetzt, dann dauert das ganz schön lange. Battle! Wir müssen auch gucken, dass wir Julien schnell nach Süden bekommen. Da ist nämlich ein Boy, den wir ansprechen wollen. Diese Wüste ist größer, als ich gedacht hätte. In der Tat ist sie. So groß in der. So groß sogar, dass wir von unseren Truppen, die an der Küste entlang gelaufen sind, getrennt wurden. Warte, was? Warum hat mir das niemand früher gesagt? Gibt's da. Ist hier nicht irgendwo ein imperiales Camp in dieser Gegend? Das ist viel zu gefährlich, sich jetzt aufzuteilen. Ich fürchte, es ist jetzt zu spät, Sire. Ich sehe die feindlichen Truppen bereits da vorne approachen, auf uns zukommen. Soll ich den Befehl geben, sie anzugreifen? Das ist nicht gut. Alarmiert alle Truppen. Wir müssen so lange aushalten, bis wir uns irgendwo treffen können mit den Rest unserer Truppen. Müssen wir das? General Seamus. General Seamus. Habt ihr euch bereits um diesen nervigen jungen Junen gekümmert? Bischof Dagon. Nehmt eure. Jetzt komme ich auch nicht aufs deutsche Wort von Scheming. Nehmt euer Ränke, Schmieding oder so. Und Magie irgendwo und Zauberei irgendwo anders hin. Ihr seid hier nicht gebraucht oder gewollt. Schande über euch, General. Das ist keine Art, ein Mann des Kleruses anzusprechen. Sicherlich schuldet ihr uns euren Respekt. Es war euer König, der geholfen hat, den Glauben in Gerxel, welchen die Soaner, die Menschen von Soan so lange schon zurückgelassen haben, zurückzubringen. Selbst wenn ihr euch selbst Kanaaniten nennt dann ändert das doch nichts daran, dass ihr direkte Nachfahren von den Soanern seid. Und nun, die wenigen von uns, die die alten Wege am Leben erhalten haben für die letzten 8 Jahrhunderte, können nun endlich das Kaiserreich zu seiner früheren Glorie wiederherstellen. Fuck, meine Sätze müssen komplett im Arsch sein. Endlich ist die Unterdrückung, die unsere Vorfahren erdulden mussten. Endlich wird die Unterdrückung, die unsere Vorfahren fahren durch die Yugudi-Immigranten, menschlichen Abfall erlitten haben, in Blut zurückgezahlt. Fuck, Mann. Trotzdem entehrt ihr eure Vorfahren
den Kampf eurer Vorfahren und sterbt. Was? Ach so, trotzdem entehrt ihr alles, für das eure Vorväter gekämpft haben und für gestorben sind? Habt ihr keinen Stolz als Mann von Soa? Ihr seid alle verrückt. Kein Mann bei Verstand aus Kanaan würde bei der Wiederbelebung vom dunklen Kaiserreich mithelfen. Wie könnt ihr es rechtfertigen, diesen Dämon zu anzubeten? Er hat die Kinder unserer Vorfahren als Opfer gefordert und hat uns hat uns dafür nur Desaster gebracht. Die einzigen Narren, die so einen schrecklichen Gott anbeten würden, seid ihr verrückten Kultisten. Ihr hättet lieber nichts gesagt, General. Außer ihr wollt, dass ich eure Meinung dem Kaiser höchst selbst mitteile. Ich stelle mir vor, dass er darüber ziemlich sauer wäre, wenn einer seiner eigenen Generäle so wenig von ihm hält. Nein, warte, ich... Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber der Kaiser selbst hat, Der Kaiser selbst hat angeordnet, dass diejenigen, die Lehre von Gerxe nicht respektieren, ins Land von Soan gebracht werden sollen, damit für neue Ausbildung oder so. Denke über die Schande nach, die ihr für eure Familie sein würdet, wenn ihr euren Rang verliert und eure Ehre. Obwohl ich wohl schätze, dass wir sie dann einfach mit euch schicken würden. Vergebt mir, Bischof. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Bitte vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Ich bete euch an. Ich bitte euch. Ich bettle euch an, meine ich. Das ist das, was ich gesucht habe. Erinnert euch an euren Platz, General. Ihr seid nur ein Insekt vor der Macht von Gerxel. Nun dann, die Sonnenblume wird bei dir ankommen, um euch zu helfen. Die Sonnenblume. Ihr werdet eure Truppen anführen und die Frontlinie verteidigen, bis meine Truppen sich vorbereitet haben. Rückzug ist keine Option. Informiert eure Truppen, dass die es wagen zu rennen, ins Tal von Soa, zusammen mit ihren Familien ins Tal von Soa geschickt werden. Verstanden, General Seamus? Nun gut. Ich werde tun, wie ihr sagt, Bischof Dagon. Nur bitte verschont mich und meine Kinder von diesen Gefängniscamps. Hey, es sind Nazis. Sie haben sogar eine Konzentrationslager. Wo zur Hölle bin ich? Egal, wo ich hinsehe, es ist alles Sand. Der alte Mann sagt, ihr soll irgendwo irgendwas sein. Wo ist dieser verdammte Schlüssel? Ja, irgendwo da im Sand halt. Kann ich ihn steuern? Nein, ich muss erst mit ihm sprechen. Dann kann man hier im Sand was finden. So, aber endlich haben wir Gameplay. Echtes Gameplay. Ich wäre da nicht im Range von dem, aber was ich trotzdem machen könnte... Nein, kann ich nicht. Plum ist hier unten. Verdammt, Plum. Verdammt. Einmal hier durch den Sand laufen, bitte. Wir müssen hier ganz schnell durch. Aber ganz schnell. Warum sind unsere ganzen guten... Aber immerhin sind zwei Mages und ein Flyer unten. Die kriegen wir schnell nach oben. Das ist nicht das Problem. Weil, warum müssen Sieg und Kreis hier unten sein? Kreis wird so nie gelevelt, wenn das so weitergeht. So, will jemand dieses Haus hier besuchen? Ich würde sagen, du willst dieses Haus hier besuchen. Lasst mich euch ein kleines Geheimnis verraten. Es gibt da einen Schlüssel, den manche Shops als ein Passwort verwenden. Diese Orte sehen aus wie normale Häuser, aber wenn ihr diesen Schlüssel zeigt, dann werden sie euch in einen geheimen Raum führen. Ich hatte mal einen dieser Schlüssel, aber ich habe ihn verloren, als ich in der Wüste im Süden war. Schon 10 Jahre her, dass ich ihn da verloren habe. Aber vielleicht würde ihn jemand mit besseren Augen finden. Wenn ich ein Dieb wäre, dann würde ich ihn wahrscheinlich sofort finden. Aha. Ahahaha.
Kannst du denn... Nein, du kommst nicht bis in den Wald. Dann geh halt einfach nach da. Dann equip dir da bitte deine Eisenlanze und chill dann deine Base. Wir müssen ganz schnell dahin, denn der Part ist jetzt schon eine Stunde lang fast. Wir haben noch nichts getan. Alles Dialog. Alles Dialog. Es wird so viel geredet in diesem Spiel. Kommt ran, ihr Soldaten. Zerstören euch. Kann sich dieser Söldner da bitte bewegen? Bitte? Danke. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Da ist das der, der mit dem Schnitter hier ankommt und mich wegkritten will. Schafft er zum Glück nicht. Bin einfach zu stark für ihn. Ich kann keinen weiteren Schritt gehen. Irgendjemand, bitte, helft mir. Ein gut aussehender Mann wie ich kann doch nicht einfach vertrocknen und sich in eine Mumie verwandeln. Selbst wenn ich auch wunderschön wäre, wenn er mich in ein Museum stellen würde. Ja, ich würde mich gern drum kümmern, aber du stehst da so weit weg, Mann. Ist alles zu gefährlich. Schickt mir meinen Mage. Starlight Express! Starlight Express! Starlight killt als einziges, also gehen wir für Starlight. Los geht's, Miriel. Numera Stella Cipote! Dead! Das sollte einiges an Erfahrungspunkten geben. Ja, 35. Das ist doch eine angenehme Zahl. Dublin ist drin. Sehr schön, Raffin. Hol ihn dir. Hau ihm auf die Nase. Du bist nicht umsonst nach Sieg die beste Unit. Okay, bleib da im Wald. Lass sie bloß hier auf die Nase hauen. Steel Blade. Hammer. Halbert. Oh fuck, der Halbert. Dreck. Er hat einmal dismounted. Fuck. Dies war mir nicht bewusst. 38. Das wird wehtun. Das wird ganz schön wehtun. Werf einen Kurzspeer. Wir müssen Schaden minimieren. Also sollte ein Hit von der Halbert überleben, wenn er überhaupt getroffen wird. Aber es tut ja trotzdem echt weh. Ich meine, 38. 29 HP. Ja, er würde halt einen Hit leben. Aber danach halt nichts mehr. Lunen, wir brauchen dringend Unterstützung hier drüben. Der macht 10 Schaden, der hat auch keine schlechte Hitrate. Versuch mal ein paar Leute hier rüber zu pullen. Und ich würde gerne einen Physik auf Raffin schießen. NT zaubert Physik! Raffin, lass dich nicht verprügeln. Warum habe ich ihn nicht dismounted? Was tue ich? Slimlands. Wir brauchen unsere Magier hier oben. Ganz schnell. Und Plum wäre halt echt cool gewesen. Plum wäre echt verdammt cool gewesen. So, hier geht's nach Norden. Da wollen wir hin. Los geht's, Kreis. Das ist ein kleiner Weg, den kann man entlang laufen. So, und jetzt hoffen wir, dass Raffin nicht aufs Maul bekommt. Enemy Turn 2. Ja, hau gerne auf Runen drauf. Du wirst ihn nicht treffen, aber versuch's. Sehr schön, Runen. Sehr schön. Pull mehr Gegner. Oh, fuck, da kommt einer. 44% Hitrate. Aua. Das ist genau die Range von der Halbert, ne? Fuck. 39% Hitrate. No! No! Ich möchte bitte neu starten. Ich möchte bitte neu starten. Bitte. Okay. Halbert nicht vergessen.
Felix, es kann nicht so schwer sein, diese Herbert nicht zu vergessen. Da ist ein Herbert. Ganz einfach. Herbert. Einfach dismounten. Problem gelöst. Dismounten, Felix. Dismounten. Du kannst das. Es ist nicht schwer. Es ist ein Knopfdruck und dann dismountest du. Checking Memory Card. Now loading. Ich weiß, ich muss eben den Text hier durchskippen. Kann ich dir vielleicht auch einfach so ein hübschen Schild geben. Wenn eigentlich ein Thunder Shield. Wer will immun gegen Donnermagie sein? Ich glaube, du willst das. So. Diesmal kriegen wir das hin, weil ich diesmal mitdenke. Herbert. Guck auf Leute mit Äxten. Die sind gefährlich. Ich denke immer nur an den Night Slayer und dachte so, ja, der hat keinen. Der Kavalier. Alles safe. Aber nee, nee. Mm-mm. Es gibt noch mehr als Night Slayer. Diese Herbert. Das passiert mir jetzt nicht nochmal. So, immer schön nach Norden. Wir brauchen euch da, Jungs, Mädels. Vor allem dich, Plum. Du wärst echt cool gewesen. Halber Schaden wäre nice gewesen. Vor allem von der Herbert. Hätte ich das Problem nicht gehabt. Aber nee, du musst ja hier unten sein. Plum, warum machst du das? So, ihr könnt gerne nochmal hier ankommen. Kommt ran. Kommt ein bisschen schneller ran. Bitte mich bloß nicht. No damage. Ich weiß. So, du gehst jetzt hier hin. Dismountest. Und greifst dann mit deiner Eisenlanze an. Und das killt immer noch. Sehr nice. Raffin kann dann auch gedismounted mit Lanzen angreifen, weil er halt ein Bronze-Paladin ist. Und die können sowas. Und sehen dabei auch noch gut aus. Das ist das 2-in-1-Paket. So, weg mit dem Killing-Edge-Soldaten. Der ist gefährlich. Bad. So, Problem gelöst. Also das eine. Das andere sollten wir gleich auch easy lösen können. Was soll der schon machen da hinten mit seiner Herbert gegen gedismounteten Raffin? Guck dann traurig. Roger ist ja ein Silver-Paladin, ne? Ich weiß gar nicht, ob der Lanzen benutzen kann, wenn er dismounted ist. Man ist sich unsicher. Ja, geh mal nach da oben mit deinem Rapier. Slimlands. Flyer ist oben. Schritt Nummer 1. Geschafft. Kavaliere sind immer noch auf dem Weg. Wer auch immer die in die Wüste geschickt hat. Richtig schlechte Idee. Wer macht sowas? Junin, bist du verantwortlich? Eigentlich ist Eugen verantwortlich. Der hat auch nichts kommuniziert, der Junge. Junin völlig überfordert mit der Situation. So, Eugen, was tust du? Der steht zwar im Wald, der geht an, trotzdem 100% Hitrate. Aua. Junin. Okay. Da kommen sie. So, der sollte noch aufs Maul bekommen können, oder? Das Steelblade, die wiegt sicher einiges. Ja, der kriegt deutlich was aufs Maul. Vom mächtigen Raffin. Raffinierter Raffin. Da kommt einer mit dem Hammer. Und den machen wir gar nicht. Sie hat ein Schild dabei. Der hat ein Schild dabei. Der kriegt jetzt ein Starlight in sein Gesicht.
Dafür haben wir das ja. Hau drauf, Miriel. Nuke! Miriel ist halt noch gar nichts zu einem Mage, den man später bekommt. Der ist dann halt einfach abbastet. So ein richtiger Pent, den man später noch bekommt. Grundsätzlich gibt man das Spiel im Late Game noch eine Menge Busted Shit. So, du wartest da. Ich habe Angst zu nah. Ja, ich kann da nicht rangehen. Also zu nah ran. Ich muss schon hier unten bleiben und einmal eine Physik einsetzen, um Runen zu heilen. MT casts Physik! Nice! Bist du... Du bist Herbert Man. Du bist Herbert Man. Ich würde gerne meinen Javelin darüber werfen. Oh, der nimmt halt keinen Schaden. Fucking Iron Shield. Nee, dann bleiben wir hier. Unsere Iron Lands. Ich hätte vielleicht den Kavalier da killen sollen, aber... Hey! Was? Doublen für Zimmer 6 Schaden. Okay, das killt noch. Ich hatte kurz Angst. Ich hatte kurz Angst, Mattel wäre zu schwach. Zack. Das ist fein. Wir können uns da einfach easy heilen gehen. Wir haben ja einen anderen Mage noch dabei. Und das hat jetzt gar nichts gebracht. Echt geil. Da freue ich mich immer richtig drüber, wenn ich sowas sehen darf. Heal. Los geht's, Lee. Dafür haben wir dich dabei. 18 AP geheilt. Nice. So, und du gehst bitte aus der Range von dem Man da. Du kannst gerne hier dismounten und mit dem Armor Slayer den da verprügeln. So, da habe ich gar nichts gegen. Du triffst ihn, Roger. Oh, shit. Oh, shit. Ah, Advantage. Sobald er angegriffen wird, greift Roger zuerst an. Also ist noch nicht alles verloren hier. Das hier sieht ein bisschen gefährlich aus. Immer nach da sieht. Wir fangen jetzt an, hier ein paar Gegner zu pullen. Los geht's. End Turn. Hier kommt die Verstärkung. Ey, heilen ist unfair. Heilen ist unfair. Wen heilt er? Ach, den da. Okay. Roger, du bist zuerst dran. Vantage. Dead. Nice, level up. Skill. Luck. Max HP. Defense wäre halt echt nicht schlecht, Roger. Du bist ein bisschen frail. Au. Critical Hit. Nice, 9 Schaden. Können ihn bitte nicht immer alle Runen treffen? Ist ein bisschen gefährlich. Puh. Runen, pass auf. Die tun ganz schön weh, diese Typen. Hier kommt Roger. Vantage. Zack. Zack. Super machst du das, Roger. Super machst du das. Dismounten ist tatsächlich useful, Leute. 2. Nochmal 2. Ich bin überwältigt. Sehr stark, dieser Gegner. Du kommst dran. Pack deine Herbert aus. Gib ihm aufs Maul. Wenn die Herberten können, dann können wir das schon lange. Oh. Oder vielleicht können wir gar nichts. Vielleicht können wir die einfach daneben hauen. Da sind wir besonders gut drin. Dann müssen wir wohl einmal Schramm auspacken. Los geht's, Vega. Zack. Und Critical Hit. Weg ist er. Wir brauchen nämlich Sieg noch. Denn irgendwer muss sich ja um das Ding hier kümmern. Devil Lance. 2x10 nur. Oh, das macht ja gar nichts. Wie viel machst du? 0. Du hast einen Chukonu. Du hast 12 Attack. Greifst damit 4x an. Ja, kann Bartz sogar tanken. Ist kein Ding. Okay. Dann muss Bartz gleich mal tanken hier. So, ich bin auf jeden Fall ready zu healen. Los geht's. Plum macht was. Heal.
12 HP geheilt. Nice one, Plum. Deine erste Aktion im Leben. Nein, den nicht. Ich möchte gerne mit dem Feuer den da angreifen. Doublen tun wir den, ja? Und dann müssen wir kein Starlight für wasten. Phew! Und noch einen. Oh, das ist doch nicht wahr hier. Das ist doch nicht wahr. Du wurdest deines Level-Ups beraubt. Diebstahl ist das. Diebstahl. Ich nehme keinen Schaden, Mann. Einfach keinen Schaden. Ja, er kann tatsächlich keine Lanze benutzen, wenn er gedismounted ist. Aber die Steel Lance hier sollte doch stark genug sein. Ja, ist sie. Hau ihn weg. Los geht's, Roger. Rauf aufs Pferd. Dead. Tote Roger. So, der muss weg. Der nervt und wir haben immer noch Lee hier, der sich sehr gut eignet, um zack, Armored Units wegzuklatschen. Zack. Bist du geheilt? Optimal, ja. Bist du. Du gehst nach da und packst dein Iron Sword aus, um den zu killen. Das ist nämlich deutlich billiger als so ein Rapier. Hätte vielleicht das Stahlschwert nehmen sollen, das hätte, glaube ich, mit einem Hit gekillt. Achso, das Iron Sword killt auch mit einem Hit, okay. Dann habe ich mein ganz kurzes Überfliegen der Gegner-Stats wohl nicht so viel ausgesagt. Killer Lance! Ja, da macht er gar nichts, wir haben ein Eisenschild. Was will der mir? Machen ihm auch nur einen Schaden. Jetzt haben wir ihm 19 gemacht. Ein Hoch auf Critical Hits. Und du kommst nicht ganz ran. Aber du hast doch... Nee, du hast Levin Sword nicht. Wer hat das Levin Sword? Wer zur Hölle hat das Levin Sword? Muss bei der anderen Armee sein. Fuck. Xeno hat das, glaube ich. Ich glaube, Xeno hat das Levin Sword. Okay, ich habe nicht vor, jetzt Physik einzusetzen. Aber da stehe ich sicher. Also stellen wir uns doch dahin. End turn. Dann mache ich jetzt meine Cola auf von einer Marke, die ich nicht nennen werde. Alter, der rennt immer weg da oben. Was ist denn mit dem... Oh, es regnet. Krass. Und es regnet auch Pfeile gerade. Auf Barts armes Gesicht. Und da kommt Verstärkung. Vom Feind natürlich, nicht unsere. Wir kriegen keine Verstärkung. So, Stahlaxt. Doublen tun wir damit ja definitiv. Ja. Los geht's, Barts. Nein. Wie verfehlst du den? Der bewegt sich nicht mal. Was denn mit dir? Hilfe! Mayday! Mayday! Bartz ist inkompetent. Der trifft gar nichts. Ist blind. Immerhin können wir den hier gefangen nehmen. Mal schön drauf mit dem Iron Sword. Hab ich ein Schild dabei? Bringt das was da drauf zu hauen? Oder? Ne, bringt gar nichts. Dann umringen wir den jetzt einfach hier. Und dann versuchen wir den mit dem Skimitar zu kritten, weil dann machen wir Schaden. Los geht's, Vega. Nö. Nix. So, jetzt möchte ich gerne trotzdem einmal eine Physik raushauen auf Bartz, sonst wird er nämlich nicht mehr rechtzeitig geheilt, bis er da unten sich um Gegner kümmern muss mit seiner Haube. Was shaket der, ja? Was shaket der Junge da? Er hat gar keine Axt in der Hand. Irgendwas shaket er. Ist das der neue Shake-Weight? Man weiß es nicht. Oh, gar kein Hit-Rate gegen den. Ich packe das Starlight aus.
Das ist eine gute Hitrate. Double zwar nicht, aber das ist eine gute Hitrate. Reicht, um den Low zu bringen und ihn dann mit dem anders zu killen. Bam. 27 Damage. Noch ein XP und wir haben Level Up auf Miriel. So, Georgia, ne? Hast du Bock? Ah, nice. 100% Hitrate. Geil. Geil, Roger. Bin großer Fan. Level up. Max HP. Unfassbar. Ein unfassbar gutes Level up, würde ich damit sagen. Ich habe noch nie so ein gutes Level up gesehen. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen ganzen Archern hier. Aber hier bin ich safe. Kann ich hinfliegen. Gib mir gar nichts. Dann kann ich nach hier reiten mit meinem mächtigen Super-Raffin. Das ist ein sehr raffinierter Plan, den ich hier gerade ausarbeite. So. End turn. Da rennt der Healer einfach weg. Und heilt das Kackding hier. Stopp! Ich bin dagegen! Ich will nicht mehr! No damage. Iron Shield broke. Zack, zack. Hit, hit. Bam, bam. Oh, der Sniper ist hier. Fuck. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Ein Damage. Und der Archer ist einfach tot. Rest in Pepperoni. Da kommen die Kavaliere an. Ja, auch richtig scheiße da unten. Das kommt noch mehr. Oh, das kommt noch härter. Sind das die Sonnenblumen? Heißen die so? Ne, das sind die 14th Corpsmen. Das ist ein Mage. Vor dem habe ich ein bisschen Respekt. Kann ich denn den da doublen? 2x10 Schaden so. Wie sieht so aus? Habe ich immer die 32% Crit-Chance bei 2 Hits. Raffin? Nice. Okay. Den haben wir. Level up. Speed. Magic. Max HP. Ey, Magic ist immerhin ein Punkt Dress, ne? Es ist ein Punkt Dress. Das ist auch wichtig. Thunder. Der steht da einfach nur so. Fuck! 73. So, wie sieht's aus? 13 Schaden mal 2, mal 10 Schaden, 2x2. Wir haben nur 4 Magic, was? Wir haben 8 Magic. Ach, wird Magic mal durch 2 geteilt für Jess? Ugh. Ich meine, wir könnten den da hochschicken, aber dafür müssen wir uns erstmal um den hier kümmern können. Hau mal drauf mit deiner Stahlaxt, bitte. Bartz. Ey, er hat getroffen. Er hat zweimal getroffen. Unglaublich. Er völlig überfordert. Speed gelevelt, Luck gelevelt, Max HP gelevelt. Das hat Lucky und Bad, der Junge. So, jetzt packt dein Schramm aus, wie viel das denn wegkrittest. Oder du verschwendest deinen Schramm einfach. Das ist auch eine Option. Devil Lance. Box den Jungen. Ein HP. Super duper Level up. Jetzt bräuchten wir halt nur noch irgendwie die Möglichkeit, den zu finishen, ne? Und die haben wir nicht. Oder doch? Mit dem Rapier. S-Tok. Ich glaube, das S-Tok würde da einen guten Job machen. Geh mal da weg hier. Ja! Hol ihn dir, Mattel. Komm ran mit deinem S-Tok. Kaputt. Müssen wir uns halt später um den Mage kümmern. Null AS. 11 Damage. Ja, muss Raffin mal 11 Damage fressen. Dann ist das so. Ich brauche auf jeden Fall da unten gleich. Ich schick dich mal mit, für den Fall, dass ich dich da brauche. Bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher, wer da den armen Jungen heilen muss.
Sieg sieht aus der anderen Seite sehr merkwürdig aus. Hat er schon immer so weiße Streifen da? Das sieht gerade super komisch aus. Als hätte ich das noch nie so gesehen. So, Plum, du wirst gleich da unten gebraucht. Da rennt der Healer weiter weg. 49% Hitrate nur. Ist ja gar nicht so hoch. Aua. Trotzdem getroffen. Ich fühle mich betrogen. Belogen. Da kommen sie an. Wissen noch gar nicht, was sie erwartet. Noch mehr. Oh. Ein Kultist. Ein Nosferatu-Spell. So, Plum. Was du jetzt tust, ist ein Armor auf Barts einsetzen. Deinen Bruder. Das ist ein lauter Soundeffekt. So, der ist jetzt ein Armored. Und der geht jetzt hier hin. Und equippt seinen Halberd. Und klatscht jetzt ein paar Ironlands Boys hier. Und ihr könnt einfach irgendwie gucken, dass ihr da irgendwie in den Wald reinkommt. Ja, in den Wald, vor allem in den Wald, in die Wüste. Sorry, ich fange beides mit W an. Mehr Buchstaben teilen sich Wald und Wüste nicht mal. Ja, wir sehen gar nichts. Unglaublich. Ich bin impressed. Also impressed davon, wie scheiße man sein kann. Das doubelt nicht mal. Pure Sadness hier. Pure Sadness. Kannst du denn den da mit dem Nosferatu irgendwie klatschen? Grundsätzlich bist du dazu in der Lage, ja. Du hast keinen True Drain und du gehst da auch nicht runter, wo du stehst. Mein C ist hier, da kannst du ja nicht da runter gehen. Ich kann mal die Silverlands hier auspacken. Killerlands auspacken und hoffen, dass ich einfach wegkritte, damit wir keinen Counter fressen müssen. Ah, schade jetzt. Au. Zahlt den einfach voll. The fuck? Warum halt ihn das einfach voll? Ich fühle mich belogen und betrogen. Einmal mehr. Der da muss ganz dringend weg. Kriegen wir ihn auch irgendwie ganz dringend weg? Also wenn ich zuerst den hier mache, dann kriege ich ihn weg. Raffin lebt auch noch in Nosferatu. Was so viel bedeutet, wie wenn ich beide anderen Gegner hier loswerde, dann ist Raffin da safe, wo er steht. Und es sollte mir tatsächlich möglich sein, die beiden anderen Gegner loszuwerden. Wofür haben wir denn Roger und Martell? Wenn nicht, um zu gewinnen. Thunder! Alter, zum Glück habe ich Lee. Holy shit, Mann. Ohne Lee wäre die Welt einfach absolut schrecklich. An der Stelle mein Beileid an alle Leute, die Lee nicht picken ganz am Anfang. Ihr verpasst was. Zum Beispiel dieses HP-Level up. Aber Lee braucht halt nicht mehr als seine Bases. Die carryen ihn schon durchs Leben. Shorts. Bier. Ich bin bereit für Sieg. Ich bin super von, sowas von bereit, Mann. Es war noch nie jemand so bereit wie ich. So, da kommen sie an. Die drei Schaden, die sie jetzt machen. Dead. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Barts ist für alle da. Zack. Der nächste.
zack. Und Level up. Mastery. Mastery ist schon mal wichtig. Da kommt er mit seiner Bowgun. Zack. Schaden halbieren ist schon eine ziemlich starke Fähigkeit. Oh, da heilt sich da. Okay, mach das. Und da spawnen mehr Reinforcements. Und da spawnt ein Mage. Ist das ein Sonnenblumen-Mage? Das ist auch ein Sonnenblumen-Mage. Sonnenblume. Thunder. Da werden wir aber auch nicht. Aber wir machen Chip Damage. Ich mag Chip Damage. Nicht mal Schaden genommen dafür. Free Chip Damage auch noch. Das mag ich doch nochmal viel mehr als normalen Chip Damage. Kannst du bitte den da wegmachen? Der macht mir Angst. Wenn du ihn triffst. Zack. Ich glaube, unsere Probleme lösen sich gerade in Luft auf. Stahllanze. Zack, zack, zack. Zack, da. Zack, zack, zack. Die zack. Kaputt. Du hast doch noch Thunder Magic. Da ist ja der gute Roger sogar super gut gegen aufgestellt. Wir doublen den Boss nicht. Deswegen nutze ich den Zug jetzt erstmal, um Raffin zu heilen. Dann können wir im nächsten Zug mit Lee und mit Roger draufhauen und den Boss vielleicht klatschen, weil wir haben einen Armor Slayer. Und der Boss verwendet als Waffe ein Silver Sword. Weil durch den Steel Shield wird schwierig, mit dem Armor Slayer durchzubrechen, aber ich kann es ja versuchen, ne? Außerdem möchte ich gerne einmal Physik auf Barts einsetzen. Hat Barts immer noch ein Armor drin? Wie lange hält denn ein Armor? Physik broke. Sad. Echt sad. Hallo? Okay. Das war weird. Das war extrem weird. Wo sehen wir, ob mein Armor noch aktiv ist? Wo sieht man das? Da unten rechts halt. Wie lange hält ein Armor? Steht nirgends, wie lange ein Armor hält. Kann ich dich in aktuell nochmal in Armoren? Ist das überhaupt möglich? Nee, okay. Dann hält ein Armor wohl immer noch. Dann immer schön drauf, ne? Ich hatte gerade kurz Angst, dass das Spiel einfach hängen geblieben ist. Das wäre echt traurig gewesen. So. Ihr nähert euch Narcus. Der hat ein Moneybag dabei. Kreis, bleib wo du bist. Und dich könnte ich gleich gebrauchen, falls hier noch mehr Sonnenblumen spawnen. Gefährliche Sonnenblumen. Enemy turn 8. Der Mage rennt weg. Er flüchtet. Er und seine Familie werden nach Zoa gebracht. Okay, Barts kriegt gleich sein nächstes Level ab. Nice. 3 Damage. 35 Damage. Und Level up. Max HP. Unfassbar. Extrem geiles. Oh. Nett. Das ist aber freundlich. Hält ein Armor noch? Ein Armor hält noch. Ein Armor hält einfach immer. Es gibt einfach keinen Zeitpunkt, in dem ein Armor nicht mehr hält. Critical Hits. Ein Armor ist für Ewigkeit. Also ich könnte mir bei Tearing Saga echt vorstellen, dass er einfach über das ganze Chapter geht. Okay, du hast da gar nichts mit zu tun. Geh woanders hin hier. Da ist keine Sonnenblume mehr gespawnt, kann das sein? Nö, einfach keine neue Sonnenblume. Ich weiß nicht, was das Spiel gegen Sonnenblumen hat, aber
hat anscheinend keine Lust, neue zu spawnen. Thunder! Ja. Wir können sie nicht weiter, können sie nicht weiter aufhalten. Wir müssen den Bischof davon überzeugen, einen Rückzug anzuordnen, zu erlauben. Bischof Dagon, wenn dieser Kampf noch viel länger weitergeht, wird keiner meiner Männer überleben. Ich bettel euch an. Ihr müsst einen Rückzug erlauben. Zumindest für die verletzten Truppen. Rückzug ist für die Schwachen. Du bist zurückgezogen! Was denn mit dir? Die, welches, welche sich weigern, zu marschieren, werden für Insubordination, werden für Ungehorsam exekutiert. Du Dämon! Hast du kein Herz, hast du überhaupt kein Herz? Ich bin einer der Elite. Einer von dem von Gott ausgewählten Menschen. Ich kann nicht verglichen werden mit einem Insekt wie du, wie dir von der niederen Welt. Das ist es. Meine Geduld ist am Ende, Dagon. Gerxel, sei verdammt. Ich werde euch nicht erlauben, weiterhin meine Leute für diese verlorene Dingens hier zu opfern. Ein Wort mehr und ich werde, und du wirst fallen, wo du stehst. Du wagst es, deine Klinge gegen mich zu richten? Du Idiot, du Narr. Du bist von keinem Nutzen mehr für mich. Stirb! Stirb, Seamus. Glory be to Canaan. Gar. Disgrace. Was für eine Schande? Ich weiß nicht. Passend für einen Narren wie dich, Seamus. So, Dagon ist der neue Boss und der steht hier mit dem Elffire Tome. Wie krass kann ich dem aufs Maul geben? 24 Schaden macht er mir, wenn er trifft, macht dem so 6. Aber das sollte fein sein, wir kriegen den schon kaputt. Wir haben immer ein Kanto. Du, der du es wagst, Gott höchst selbst entgegenzustehen. Ich werde jeden von euch massakrieren. Also ein religiöser Extremist, dem wir es hier, dem wir gegenüberstehen. So was habe ich ja noch nie gesehen. Das ist wie im Real Life hier. Sehr realistisches Spiel. Nicht mal ein Joke. Nicht mal ein Joke. Ich spreche die Wahrheit. Schramm, der wird jetzt hier exekutiert, der Junge. Wir haben Schramm, der macht uns nicht genug Schaden. Der macht uns irgendwas zwischen 11 und 12. Je nachdem, wie das Spiel rundet. Oder gar nichts, wenn Vega keinen Bock hat. Kaputt. Ja. So eine Unordnung. So ein Chaos. Skill, Speed, Luck, Max HP. Elfire obtained. So, jetzt will ich halt noch Narcus mitnehmen, der hat nämlich Money dabei. Und ich muss Rune in den Norden bekommen, damit er da die Burg einnehmen kann. Zack. Zack. Hier kommt's Barz. Der immer noch in Armored ist. Bam, der hat jetzt eine Haut aus Stahl. Skill. Max HP. Skill nehme ich gerne, weil Hitrate mit einer Axt ist immer schon eine wichtige Sache. In dem Moment, in dem Barz hier einen dieser Corpsmen misst, ist die ganze Reihe von Corpsmen einen Zug länger sicher. Bam. Der nächste bitte.
Aber es ist gut, dass der jetzt einen Zug, ein Feld weiter wegsteht. Das heißt, ich kann mit Plum heilen und danach mit Barts reinlaufen. Und ich krieg vorher noch ein Level up. Einen Punkt auf Speed und einen auf Max HP nimmt man immer gerne. Und da kommt der nächste Trupp. Die können alle nicht an Runen ran, weil die können nicht in die Wüste. So, Plum. Ist der noch in Armort, der Junge? Der ist noch in Armort. Hier. Yeah. 14 AP geheilt, das reicht. Das reicht, um hier nochmal eine ganze Welle abzufangen. Halbert! Zack! Halbert ist echt eine starke Waffe hier. Talk. Narkus? Was tust du hier? Wasser! Gib mir Wasser! Ist es das, wie du jemanden um einen Gefallen bittest? Sir Eugen? Bitte! Gib mir etwas Wasser! Nun gut. Du solltest dankbar dafür sein. Puh! Ich bin wieder am Leben! Danke, alter Mann! Ich schwöre, ich werde dich eines Tages dafür zurückzahlen. Ist das so? Wie ehrenvoll von dir. Nun gut, Narkus. Ab jetzt sollst du mein persönlicher Laufbursche sein. Was habe ich getan? So, da ist Narkus. Narkus ist meine Unit. Und Narkus öffnet dieses Moneybag für 3599 Gold. Aber ich muss aufpassen mit Narkus. Der verschwindet nämlich gleich wieder. Der bleibt nicht lange hier. Der hat hier einen Skill. Imitate. Der kann sich transformieren. Ich sollte vielleicht mit ihm zurückgehen, weil er muss ja noch irgendwo das Item raussammeln. Sollte ich gleich tun. Den Schlüssel mitnehmen. Für den Secret Shop. So, ihr seid hier, um nochmal alle drei Schaden zu machen. 35 Schaden. Das ist ein bisschen mehr als 3, würde ich behaupten. Bald ist meine helle Bade einfach kaputt. So, der nächste bitte. Level up. Kann ich bitte ein bisschen Death leveln? So. Stärke ist gut. Max HP. Hat nicht so Bock auf Death, aber er hat auch nur 18% Death Growth. Also es ist schon verständlich, dass er da nicht so Bock drauf hat. Aber es wäre natürlich trotzdem cool. Oh, da kommt noch einer ran. Zack. Kaputt. Aber da war halt echt nur ein Sonnenblumen-Mage, ne? Das macht mich ein bisschen nervös. Dass da gleich doch noch einer spawnt. Dann bin ich einfach am Arsch. So, erstmal wird Barts hier geheilt. 14 HP. Sollte erstmal ein bisschen reichen. Und Magic! Auf Plum. Ein Punkt Magic. Bin hier überwältigt. Aber der in Armor ist ja super krass, wenn er so lange hält. Holy shit! Wie lange soll er noch halten? Was ist denn mit dem? Zack! Gleich ist nochmal ein Level-Up für Barts. Der Junge ist ready for promotion. Wenn ich einen Hero-Quest hätte, würde ich ihn halt sofort promoten. Da verliere ich halt gar nichts bei. Huch. Ich weiß leider nicht mehr, wo der Schlüssel ist. Und ich will es nicht nachgucken. Im schlimmsten Fall ist mir der Schlüssel auch egal. So. Im schlimmsten Fall juckt mich der Schlüssel nicht. So. Gib mir bitte nochmal ein Barts-Level ab. Da hatten wir so wenig heute von. Oh, gemisst. Wie ist das passiert? Habe ich ja ewig nicht gesehen. Können wir bitte... Barts? Nice. Speed und Death. Oh, Death, nice.
Der ist mit 13 Speed schon echt gut dabei. Wir mit der Halberd immer noch, wir haben nur minus 2 RS. Mit der Iron Axe haben wir nochmal 6 mehr, also 4 RS. Mit 4 RS können wir ein paar Sachen doublen. Kreis. 11 Schaden mal 2 macht der. Leider noch nicht ganz genug. Ah, wir sind kurz davor, uns einen Kill holen zu können. Ach, wenn denn dieser Schlüssel nur irgendwie markiert wäre, ne? Das wäre echt angenehm. Aber das ist er nicht. Das ist er einfach nicht. Und wenn Bartz ihn trifft, ist er einfach tot. Ist er. So, und den möchte ich gerne einfach mal gleich mit meinem Boy reinlaufen. Mit Kreis. Hat er auch mal was getan. So, 15. Der hat irgendwie 3 Death. Ja, das heißt, wir machen einen Schaden zu wenig. Ne, wir machen genug Schaden. Ganz knapp, wir doublen auch. Nice, 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 nice. Kreis. Hol ihn dir! Kreis hat was getan, Leute. Ich bin überwältigt. Und es gibt ein Level-Up für Kreis. Level 8, 1 noch, die 2 noch und er kann promoten. Hat sogar Mastery bekommen und Magic, aber Magic ist nicht so wichtig. Aber noch 2 Level und er kann promoten. Und man verliert halt absolut nichts davon, wenn man Early Promoten im Spiel. Gar nichts. Man verliert kein Level. Weil man bleibt halt auf demselben Level wie vorher, aber man verliert kein. Man kriegt nicht immer weniger XP. Man kriegt einfach nur Stat-Boni und die will ich gerne haben. Und natürlich die Möglichkeit beim Dismount, weil er zum Bronze-Paladin wird, beim Dismount immer noch Lanze zu benutzen. Nur positive Effekte hier. Nur positive Effekte. Ist das, war der vielleicht da links? Ne, imitier bitte niemanden hier. Ja, am nächsten Turn habe ich noch eine Chance, den zu finden. Danach ist over. Dann suche ich nicht mehr weiter. Mach mal ein Heal hier. XP für Lee. Wow. Enemy Turn 13. So. Der Schlüssel ist bestimmt genau da. Tja, dann ist der Schlüssel nirgends. Capture! Lord Junin! Wir haben den den feindlichen Kommandanten kollabiert im Fort gefunden. Was? Ist er noch am Leben? Unsere Heiler kümmern sich um seine Wunden. Aber ich befürchte, er ist schon zu weit weg. Er wünscht mit euch zu sprechen. Soll ich ihm eine Audienz erlauben, Milord? Ja! Ich werde gehen, um mit ihm zu sprechen. Bringt mich zu ihm, Eugen. Ja, mein Lord. Seid ihr der Commander? Ich hörte, dass ihr mit mir sprechen wollt. Ich bettle euch an. Bitte. Verschont meine Truppen. Natürlich. Wir werden die Sicherheit derer garantieren, welche sich, welche willentlich aufgeben. In Eintracht mit den Gesetzen von Raselia. Ihr habt nichts zu befürchten, General. Ah, ich sehe. Ihr habt meinen Dank, Lord Junin. Bitte nehmt dies. Was ein eleganter Schild. Aber warum? Bitte rettet mein Heimatland. Rettet Kanan. Eugen. Was passiert hier? Kanan ist im Herz des Kaiserreichs und unser geschworener Feind. Und trotzdem hat dieser General mich darum gebeten, Kanan zu retten. Warum sollte er uns darum beten? Das Kaiserreich ist wahrscheinlich nicht so stabil, wie es aussieht, mein Lord. König Bahanuk von Kanan hat selbst 20 Jahre damit verbracht, die Nation im Tal von Soa ins Kaiserreich zu vereinen.
Kein Zweifel, ist immer noch eine Menge Bitterheit über seine Kriegstreiberei existent so da. Nicht nur das, aber seine Entscheidung, sich mit dem Kult von Gerxel zu verbünden, hat ohne Zweifel die Stabilität noch weiter verringert. Zusätzlich sind auch noch Gerüchte ans Tageslicht gekommen, dass der Kaiser schon seit Jahren mit einer Gerxel-Frau zusammen ist und dass sie nun seine Entscheidung kontrolliert. Es ist wahrscheinlich nur durch die harte Arbeit des Sohns des Kaisers, dass das Kaiserreich überhaupt noch so lang zusammenhält. Arles, Barca und Julius. Die drei Sterne von Kanaan. Vater hat es mir erzählt, als ich ganz klein war. Dein Vater kannte sie alle gut. Lord Gramut war ein geschworener Bruder mit Prinz Arles. Selbst mit dem während des Krieges mit dem Kaiserreich. Jeder von ihnen war der Einzige, der gegen die anderen auf dem Kampffeld bestehen konnte. Der Vertrag von Neuseria war nur möglich aufgrund ihrer Bemühungen. Aber dann hat Musa das alles zu Asche verbrannt. In der Tat. Und nicht nur die beiden, sondern auch tausende von neuserianischen Bürgern. Eugen, wer könnte so etwas getan haben? Was für eine Art von Mensch würde den Beschützerdrachen Musa beschwören, um Neuseria anzugreifen? Warum sollte Musa damit einverstanden sein, die Menschen zu massakrieren, die sie eigentlich beschützen sollte? Ich befürchte, ich weiß es nicht, Mylord. Der Kaiser glaubt, dass sein geliebter Prinz Arles von Reef verraten wurde. Und unser eigener König Badum machte den Kult für die Beschwörung von Musa verantwortlich. Nun ist der Konflikt von beidseitigem Hass angetrieben. Es ist das, vor dem jeder Angst hatte. Ich frage mich, was meint ihr, Lord Junin? Gibt es da jemanden, der von diesem Konflikt zwischen Kanaan und Reef profitieren könnte? Und wenn, wer? Now loading. Stahlschild erhalten. Mehr Dialog. Lord Junin, es ist ein Desaster. Hä? Was ist los, Eugen? Narkus ist geflohen, Mylord. Vergib mir, ich hätte ihn besser beobachten sollen. Das ist nicht schlimm, oder? Narkus hat schon immer gesagt, dass er sein wollte wie ein Falken. Frei in den im Himmel herumfliegen. Du kannst ihn nicht gefangen nehmen. Er ist kein Falken, Mylord. Er ist nicht mehr als ein Geier. Ein ekelhafter und ein rumschleichender Aasfresser, der das Essen von anderen für sich selbst nimmt. Du klingst ziemlich aufgebracht heute, Eugen. Ist irgendwas passiert? Das Ding ist, Narkus ist in unsere Schatzkammer eingebrochen und hat sich mit der Hälfte von unserer Kriegskasse davon gemacht. Die Hälfte unserer Kasse? Keine Angst, Lord Junin. Ich schwöre, ich werde ihn finden und zurückholen, was uns gehört. Ich werde ihn selbst köpfen und seinen Kopf als Warnung auf eine Pike stecken und... Komm runter, Eugen. Zuerst konzentriere dich darauf, ihn einzufangen. Ich werde sein Schicksal entscheiden. Wenn ihr darauf besteht... Narkus ist schon ein Arschloch. Och, das ist doch nicht... Lord Pavlov, wegen der Steuern für diesen Monat. Unsere Leute haben nicht genug Geld und
Ich konnte nicht die gesamten Steuern eintreiben. Ich bettle euch an, wenn ihr uns einfach ein bisschen mehr Zeit geben würdet, dann verspreche ich, dass wir voll bezahlen werden. Was hast du gesagt? Teste nicht die Geduld des Kaiserreichs. Sineis Unabhängigkeit ist nur gewährleistet unter der Kondition, dass ihr dem Kaiserreich die Steuern gebt, die ihr an Reef geben würdet. Ich verstehe, aber Reef hat uns nie um so viel Steuern gebeten. Prinz Barker selbst hat uns gesagt, dass dieselbe Menge in Ordnung wäre, aber ihr lasst uns fast das Dreifache zahlen. Was genau wollt ihr damit sagen? Nichts? Eure mitleidserregende Stadt hätte in den Boden gestampft werden sollen, dafür, dass ihr mit Reef, auf der Seite von Reef wart. Aber Prinz Barker hat euch Mitleid hat euch Gnade gezeigt. Sicher fühlt ihr nicht, dass Sine euch unfair behandelt? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur ein unglückliches Missverständnis. Ich bin sicher, dass wenn ihr den Prinz fragt, wenn der Prinz hiervon wüsste, dann weiß ich nicht, ob ich für das Wohlbefinden der Menschen von Sinai garantieren könnte. Denk an eure Familie, mein lieber Bürgermeister. Nein, hab Gnade. Quid pro quo, alter Mann. Bringt mir die Steuern, die ihr mir schuldet. Natürlich, sofort, Lord Pavlov. Ihr seid ziemlich beschäftigter Mann, Pavlov. Wenn es nicht Karnell ist. Ich habe nicht gehört, dass ihr hier wärt. Unglücklicherweise habe ich Pech gehabt und wurde den Dull Backwaters auf Selba zugeordnet. Ich weiß nicht, was... wenn ich nicht hier runterkommen würde, um ein bisschen Stadtluft zu atmen, hin und wieder, würde ich verrückt werden. Ihr habt ziemlich viel Glück, Pavlov. Es scheint, dass hier eine Menge Profit gemacht werden kann in Sinai. Es ist nicht so einfach, wie es rüberkommt. Ihr könnt diesen dreckigen Händlern nicht trauen. Sie behaupten, sie hätten kein Geld, aber trotzdem haben sie eine ganze Bande an Söldnern angeheuert, um durch die Straßen zu wandern und nichts zu tun. Ihr Reichtum ist aktuell noch vor mir versteckt, aber das wird sich bald ändern. Und was werdet ihr mit all diesem neu gefundenen Reichtum machen? Ich werde dem Kult von Gerxel eine große Spende geben. Um meine eigene Sicherheit sicherzustellen, natürlich. Also plant ihr auch, einer von Gerxels Untergebenen zu werden, richtig? Tut ihr das? Das ist nicht wie ihr, Pavlov. Ihr habt gut reden, Karnell. Ihr solltet die ganzen verdammten Gerüchte hören, die Leute über euch erzählen. Eure Untertanen sind quasi Sklaven mit allem, durch das ihr sie gehen lässt. Und für Frauen und Kinder, für den Kult, für was auch immer zu fangen. Natürlich glaubt ihr diesen Geschichten nicht. Es sind hinterhältige Lügen, alle von ihnen. Kommt schon, Karnell. Zufälligerweise weiß ich, dass die Banditen, die selber angreifen, von euch angestellt wurden. Ihr und ich habt nichts, vor dem wir Angst haben müssen. Prinz Barker hat keine Chance gegen Gerxel. Bald wird der Kult die Kontrolle über ganz Liberia haben. Ihr seid kein Narr, Pavlov. In dem Fall soll ich direkt sein. Ich habe eine kleine Bitte an euch.
Eine Bitte, sagt ihr. Nun, ich kann nicht, ich kann definitiv, keine Anfrage von einem alten Fremd zurückweisen. Ich hätte gerne, dass ihr einen bestimmten salianischen Rebell für mich gefangen nehmt. Wir haben sie letzte Woche erst gefangen, aber es ist zu riskant für mich, sie ihn selber zu lassen. Würdet ihr so nett sein und sie eine Zeit lang hier behalten, Pavlov? Ein salianischer Rebell, sagt ihr? Einer von von Lionhearts Hunden, behaupte ich. Schätze ich. Warum spart ihr euch nicht den Ärger und exekutiert sie einfach? Sie exekutieren? Lächerlich. Ich würde gerne meinen Kopf auf meinen Schultern behalten. Wohin ist eure Männlichkeit, Kanell? Habt ihr Angst vor einer Gruppe von Kanalratten? Ihr versteht nicht, Pavlov. Ihr habt keine Ahnung, wie schrecklich Lionheart sein kann. Wenn ihr das sagt, Kanell. Nur gut, überlasst mir das Mädchen. Ich werf sogar noch ein kleines Extra dazu. Wenn ich es schaffe, dass sie mir sagt, wo Lionhearts Basis ist, dann könnt ihr sie ein für alle Mal zerstören. Und wenn sie leise sein sollte. Okay. Ach, das ist doch nicht wahr hier! Seid ihr bereit zu reden, ihr? Bist du bereit zu reden? Stures Vibe? Oder würdet ihr. Was ist Flogging? Oder habt ihr Bock auf mehr Folter? Hm. Ach, du Hündin! Du Bitch! Wie kannst du es wagen, auf mich zu spucken? Ich werde euch beibringen, mir zu widerstehen. Frau, was? Nimm das! Und das! Und das! Lord Pavlov! Der Gefangene hat das Bewusstsein verloren. Ha! Dann werft mehr Wasser auf sie, du Idiot. Ich bin noch nicht fertig mit ihr. Lord, wenn wir weitermachen, dann wird der Gefangene wahrscheinlich sterben. Ich würde vorschlagen, für heute es aufzuhören. Puh, nun gut. Werft sie in den Kerker und sagt mir Bescheid, wenn sie wieder bei Bewusstsein ist. Außerdem habt was? Habt ein Stück Holz und Feuerholz im Stadtzentrum vorbereitet. Soll sie exekutiert werden, Milord? Natürlich! Sie wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wo sie alle sehen können. Was für eine Sicht es sein wird. Stopp! Wer ist da? Ich bin Minz von den Schwarzen Rittern. Könnt ihr mir sagen, wo General Ernst ist? Ich bin gerade erst hier angekommen und ich weiß noch nicht so genau, wo hier was ist. Du Idiot! Das ist Graf Pavlovs privates. Das sind Graf Pavlovs private Räume. Geht sofort! Halt, Schwarzer Ritter! Ich habe eine Aufgabe für euch. Ja, mein Lord. Nehmt diesen Gefangenen mit in den Kerker. Gebt ihn zu den Gefängniswachen und sie werden sich um den Rest kümmern. Sicher, das ist einfach genug. Überlasst das mir. In welche Richtung ist der Kerker? Ah. Endlich aufgewacht, hä? Wie fühlst du dich? Ah. Was war gerade los? Warum hat Pavlov eine junge Lady wie dich geschlagen? Ihr wisst gar nichts? Was soll das heißen? Nichts. Ich bin erschöpft. Ich will mich etwas länger ausruhen. Gutes Nickerchen gehabt? Sieht so aus, als würde die Medizin ein wenig helfen. Dein Fieber ist immerhin weg. Du,
Du bist die ganze Zeit hier im Kerker mit mir geblieben? Du warst bei mir die ganze Zeit? Nun, ich war nicht so viel bei dir, als dass ich dich auf meinem Schoß geschlafen lassen hab. Oh, Güte! Das klingt nicht richtig. Ja, ich hab nur hier gesessen. Oh nein, das ist nicht das, was ich gedacht habe. Vielen Dank, Sir. Ich bin Minz. Ich bin von Kanan. Was ist dein Name? Es ist Leonie. Ich bin von selber, in Salia. Leonie, ey. Wie hübsch. Ich mochte salianische Namen schon immer. Nun, Miss Leonie, ich denke nicht, dass eine Zelle wie dies hier passend ist für eine junge Lady wie dich. Ich werde ein bisschen mit meinem Vorgesetzten sprechen und dann komme ich und bringe dich hier raus. Bleib einfach hier und halt den Kopf flach für ein bisschen, verstanden? Imperiale Armee. So, aber wir sind fertig für heute. Oh Junge, 2 Stunden, was denn das, ey? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.